Willkommen in Black Mesa. Bam! Gun Freeman! Bam! Go, go, go! Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Womit ich nicht sagen will, dass Sie sonst faulenzen. Niemand hat mehr geleistet als Sie. Und der gesamte Einsatz wäre umsonst, bis... Nun, sagen wir mal, es ist wieder soweit für Sie. Der rechte Mann am falschen Ort kann in der Welt viel bewegen. Also wachen Sie auf, Mr. Freeman. Schnuppern Sie die Asche in der Luft. Wunderbar, dass ihr da seid auf dieser Zugreise zu Let's Play Half-Life 2. Half-Life 2 ist ein recht altes Spiel, aber ein sehr gutes Spiel. Ich habe selbst noch nicht gespielt, aber... Wo bist du denn eingestiegen? Oh, gerade eben. Ich kenn's, aber ich habe selbst noch nicht gespielt. Das möchte ich jetzt quasi mit euch zusammen nachholen. Tja, weiter geht's nicht. Willkommen. Willkommen, City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen. Ich seh dich nicht. Oder entsandt. Ich seh dich nicht. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier bezogen habe. In der von unseren Gönnern zur Verfügung. Aber das ist alles, was ich noch habe. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich. Kann ich Untertitel anwenden? Nur so, um euch mal kurz aus dem Spiel rauszureißen. Aber kann ich Untertitel einblenden? Ich denke nicht. Schade. Ob sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen. Willkommen in City 17. In Sicherheit. Wir sind in City 17. Was haben wir rausgefunden? Du bist ein Arsch. Sofort zurücktreten. Hau! Soll ich es ausreizen? Ja, das wird jetzt ganz wahrscheinlich so weitergehen, aber hey, ich kann es ausreizen. Waren Sie die Einzigen im Zug? Ja, nee. Es gab noch andere. Wir müssen da durch. Scheint. Willkommen. Willkommen in City 17. Wir tun einfach mal so, als wüssten wir gar nichts davon, okay? Unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17 bedeutet mir so viel, dass ich meinen Verwaltungssitz hier... Sind sie alle leer? ...in der von unseren Gönnern zur Verfügung gestellten Zitadelle. Ich bin stolz, ein Bürger von City 17 zu sein. Daher möchte ich Ihnen, ob Sie bleiben oder nur durchreisen, zurufen... Wir sind schon in City 17. In Sicherheit. Lass das Wasser. Trinkst und du erinnerst dich an nichts mehr. Ich weiß nicht mal, wie ich hergekommen bin. Okay. Sie sind immer voll. Niemand steigt ein, aber sie sind immer... Sie fahren immer ab, aber kommen nie an. Und die ankommen, die fahren nie ab. Man sieht sie nie abfahren, aber sie sind immer voll. Niemand steigt ein. Das Wunsch. Ah. Schon wieder Dr. Broom? Hallo. Den konnte ich in City 14 schon nicht. Hallo. Das würde ich nicht zu laut sagen. Dies ist seine Operationsbasis. Willkommen in City 17. Sie sind in eine der besten unserer verbleibenden Städte gezogen oder entsandt worden. City 17 bedeutet Moment, viel, weil ich mich Verwaltungssitz gezogen habe. In der von unseren Gönnern... Ah, ich habe einen Bug zu melden. Zitadelle.
Ich bin stolz. Das ist mein Telefon. Nova Prospect. Mein Telefon bleibt bei mir. Das nehme ich mit. Nur mit meinem Telefon. Ja, dann lauf auch. Bam. Telefon. Da muss ein Fehler vorliegen. Ich habe einen Umsiedlungsschein, wie jeder andere auch. Hier rein. Da ist Blut auf dem Boden. Geh schon. Da ist Blut auf dem Boden. Blut. Siehste. Na? Okay. Brauchst du Hilfe bei dem? Nein, geht schon. Zurück! Ja, ich brauche was Privatsphäre für das hier. So. Und nun zum Bier, das ich dir schulde. Ich bin's Gordon, Barney von Black Mesa. Tut mir leid, ich musste den Kameras doch was bieten. Ich habe mich beim Ordnungsschutz eingeschleust. Darf nicht zu lang dauern, sonst schöpfen sie Verdacht. Muss noch einige Leute verprügeln. Yeah. Barney, was ist denn? Ich bin gerade bei einem wichtigen Test. Sorry, Doc, aber schau mal, wer hier ist. Grundgütiger, Gordon Freeman. Gordon Freeman. So ganz ohne Vorwarnung. Geht mir genauso, Doc. Er sah schon beinahe im Zug nach Nova Prospect. Also, Barney, was hast du vor? Ich denk nach. Alex ist hier, irgendwo. Sie weiß sicher besser, wie wir ihn herbringen können. Naja, solange er nirgendwo kontrolliert wird, dürfte alles okay sein. Hör mal, ich muss weiter. Wir riskieren so schon genug. In Ordnung. Und, Gordon, schön, dich zu sehen. Okay, Gordon. Du musst alleine zu Dr. Kleiners Labor durchkommen. Oha, das hatte ich befürchtet. Rein hier, Gordon, bevor meine Tarnung auffliegt. Stell was unter das Fenster und raus da und dann immer weiter bis zur Plaza. Ich treffe dich später. Okay, bis später. Stell was unter das Fenster. Gordon Freeman. Au. Ich habe eine Waffe. Steini! Auf mit dir. Ladedaten. Ja, Ladezone. Ladezone vorbei. Weiter geht's mit Spielen. Hallo. Ich sagte in den Mülleimer. Sofort zurücktreten. Freundliche Grüße. Okay, gehen Sie. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihre Frage. Fünf hier eine Dose und Kopf. Respekt unserer Spezies und mit den zugehörigen Sehnsüchten und Befürchtungen. Doch sind auch nicht gestellte Fragen zu erahnen. Ich möchte auch was. Wissen unsere Gönner wirklich, was gut für uns ist? Mit welchem Recht? Man muss echt hungrig sein, um für diesen Dreck anzustehen. Wird das Hemmfeld je wieder abgeschaltet? Was für ein Hemmfeld? Okay, das Hemmfeld scheint Fortpflanzungen zu verhindern. Das heißt, Leute können nicht poppen, solange das Hemmfeld aktiv ist. Das heißt, sie haben unsere größte Schwäche herausgefunden. Zunächst ist zu beachten, dass wir als Spezies endlich Unsterblichkeit erlangen können. Ach, du Heilige. Diese schlichte Tatsache hat gravierende Konsequenzen. Sie erfordert eine komplette Revision der genetischen Zwänge. Sie erfordert außerdem unserer neuralen Programmierung diametral entgegengesetztes Denken. Mir hilft in Momenten des Zweifels das Wissen, dass unser wahrer Feind der Instinkt ist. Der Instinkt stand Pate in der Kindheit unserer Rasse. Der Instinkt beruhigte und beschützte uns in Zeiten, als wir Schwerer härteten und zu kochen. Da darf ich nicht durch. Als noch jeder Schatten an der Höhlenwand uns aufschreckte. Doch der Instinkt hat einen dunklen Bruder, den
aber Glauben. Lauf ich nirgendwo lang, die haben alles auf mich. Ist untrennbar mit irrationalen Impulsen verwoben. Und dies zeigt sich jetzt ganz deutlich. Der Instinkt in ich höre dem übrigens nebenbei nicht zu, ne? Ich ignoriere den, ich mag den nicht, den finde ich gänzlich unsympathisch. Du, was hast du denn Club hier? Hm? Ist Türsteher, weißt du? Aha, hier kann ich. Was auch immer die da hinten machen, ich will es gar nicht so genau wissen. Guck mal. Yay. Yay. Miau. Hui. Oh. Hui. Oh. Hui. Oh. Wippen. Ich will wippen. Nee, 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 ich hab eine gute Idee, ich hab eine gute Idee. Ich hab eine gute Idee. Ich hab eine gute Idee. Stimmt? Hui! Fast. Hallo. Tschüss. Ich könnte garantiert irgendwie einen von denen umlegen, würde ich den die ganze Zeit einen Stein an den Kopf werfen. Das würde irgendwie funktionieren, nehme ich an. Denn ich bin Schnellspeicher Gordon Freeman. Ich erhielt kürzlich verlierter Dr. Green. Mit welchem Team unterdrückt die Combine unsere Fortpflanzung? Hört ihr das leise im Hintergrund? Na, schon wieder so ein Combine-Gedings. Das sind übrigens die Combine. Die Combine sind böse. Die Combine sind Arschlöcher. Ich dachte, du wärst ein Bulle. Er gehört zu uns. Erlauben Sie. Sie sind da unten. Ich sag's ja, als nächstes holen sie uns. Mann, ich hoffe, du hast schon recht. Ich halte es nicht mehr aus. Befriede. Achtung, Anwohner. Falsche Personenzahl in Ihrem Block. Bei Kooperation mit Ordnungsschutz vollständiger Ration. Jetzt beeil dich doch! Da geht's ihm doch. Bürgerhinweis. Priorität Personenkontrolle. Nein! Bitte gehen Sie. Lauf weiter, hoch zum Dach. Wir haben Helfer. Scheint, als würden die Leute die Combine nicht so sehr mögen. Wir mögen sie auch nicht. Wer es glaubt oder nicht? Habt ihr gesehen, was sie so machen, ne? Schubst eine Dose runter und zwingst sie einem aufzuheben. Combines sind schon Arschlöcher. Au. Nein, stopp. Combine, no shooting. Bin ich überhaupt richtig? Ich weiß nicht. Muss richtig sein. Hilfe? Hier drüben! Ha, nein, Nexus! Ja, Spiel! Ich bin gleich blind. Oh! Ich muss gestorben sein. Dr. Freeman, vermute ich. Achtung! Unidentifizierte. Los, Beeilung! Die Combine kommen langsam in Gang, aber wenn, dann sollte man in Deckung gehen. Dr. Kleiner meinte, du würdest kommen. Vermutlich hat er die Wegbeschreibung vergessen, oder? Ich bin
Alex Vance. Mein Vater war damals in Black Mesa dabei. An mich erinnerst du dich sicher nicht. Du sagst nicht viel, oder? Nee. Ja, irgendeiner von uns muss vorgehen. Er war auch bei Black Mesa dabei, der Herr Administrator. Wenn es um Breen geht, sieht mein Vater rot. Hierdurch. Du kannst super rückwärts laufen, ich meine. Hoffentlich merkst du, wann die Tür da hinten kommt. Na cool. Komisch, dass du gerade heute auftauchst. Warum? Warum ist es lustig? So haha komisch oder so merkwürdig komisch? Guck mal, wir, ne? Wir helfen Menschen zu Fuß aus der Stadt zu fliehen. Sie macht den coolen Weg. Eine gefährliche Route zu Dads Labor. Durch die alten Kanäle. Jetzt haben wir vielleicht endlich einen besseren Weg. Komm, ich spendiere dir einen. Oh, und übrigens, nett, dich endlich kennenzulernen. Was machst du eigentlich mal, wenn du keine Münze dabei hast? Oder ist er so Tarnung? Verflixt doch mal! Wo ist die hin? Lamar! Komm raus da! Oha, alles in Ordnung, Dr. Kleiner? Oh, hallo, Alex. Nun, fast in Ordnung. Ja, Lamar ist wieder aus ihrer Kiste geflüchtet. Ich würde ja fast vermuten, dass Barney sie gefangen und... Meine Güte, Gordon Freeman! Gordon Freeman! Bist du es wirklich? Ich fand ihn draußen, den Streuner. Ist schon ein Tun nicht gut, oder? Wir verdanken Dr. Freeman viel, auch wenn er uns nicht selten in Schwierigkeiten bringt. Ich muss sagen, Gordon, dein Besuch kommt mir sehr gelegen. Alex hat gerade das letzte Teil unseres neuen Teleporters installiert. Dieser Durchbruch ist allein Ihr Werk, Doktor. Unsinn. Du bist eine unserer Besten. Schauen wir mal, ob es funktioniert, okay? Und ist er hier? Da bist du ja. Mein Gordon, die sind aufgescheucht. Hier kann er nicht lang bleiben, Doc. Das gefährdet deine ganze Arbeit. Keine Sorge, ich nehme ihn mit. Das stimmt, Barney. Dies ist ein bedeutender Moment. Wir weihen den neuen Teleporter mit einem Doppeltransport ein. Es funktioniert? In echt diesmal? Weil diese Katze lässt mich nicht mehr schlafen. Aber, es besteht kein Grund zur Besorgnis. Katze? Wir haben seitdem viel dazugelernt. Sehr viel. Katze? Doc, wenn er nicht auf die Straße geht, soll er zumindest die Klamotten wechseln. Was? Oh je, das hätte ich fast vergessen. Barney, ich überlasse dir die Ehre. Muss wieder zurück zum Dienst. Aber okay. Okay. Bist du motiviert? Du redest ja mit Gordon. Na also. Ah! Verdammt, nimm's mir ab! Lamar, da bist du ja. Und ich dachte, Lamar wäre eine Katze. Auf keinen Fall. Keine Angst, sie ist gestutzt und völlig ungefährlich, Gordon. Sie könnte höchstens versuchen, sich mit deinem Kopf zu paaren. Erfolglos. Ich will es nicht mehr sehen. Hier, meine Kleine, hüpf rauf. Nein, nicht darauf. Nein, nein, Vorsicht, Lamar, die gehen leicht kaputt. Verdammt, es wird Tage dauern, bis ich sie da rauslocken kann. Ha, mit Glück noch länger. Barney, du kannst nicht mit Tieren. Nun, Gurben, auf geht's. Schlüpf in den Anzug. Was meinst du dazu? Keine Sorge, ich schau nicht hin. Ich will nicht, dass du hinguckst, hm? Ich bin gerade echt an einem Ort da hängen geblieben. Egal. Kommen wir uns noch ein bisschen um, bevor wir in irgendwelche Sachen reinschlüpfen. Guck mal, ein Bild. Wenn Dr. Kleiner meint, du solltest das anziehen, solltest du das tun. Das sieht aus wie Kleiner? Das sieht aus wie Gordon Freeman! Das hat irgendwas mit G-Man und den Rest kann ich nicht. Durchgestrichen ist wahrscheinlich Bree.
Los, Gordon, keine Zeit für Drehne, Pief. Rein in den Anzug. Im nächsten Part, okay. Hetz mich nicht. Wir speichern. Und das nächste Mal steigen wir dann in den Anzug. Bis dahin. Gordon, je länger du zögerst, desto gefährlicher wird es für uns.